So, und so schon sind wir auch angekommen an unserem Transithaus hier in Bargeo. Sieht doch richtig cool aus. Mal sehen, wie es von innen aussieht. So, wer hier meint, das sind normale Stufen, der irrt sich hier ganz locker. Nach deutsch-europäischer Norm sage ich euch, das hier ist die doppelte Höhe. Und hier ist Achtung geboten, schön rutschig. Alles aus Metall und ziemlich eng, also für Breitärsche ist das nichts. Kommt hier hoch. Und jetzt kommt der Witz. Jetzt kommen Stufen mit normaler Höhe, die wo eigentlich genau die richtige Höhe haben. Also wer das gebaut hat, auch nicht. Der ist sehr flexibel. Ja, das ist richtig cool. Wieder ein schöner Wassertank. Und Achtung hier, Vorsicht, aua, Stufe. Ja, ein kleines schönes Sofa, schönes Regenwetter und wir sind angekommen. Das hier allgemein nennt man ein Kondo. Und zwar auch als Wohngemeinschaft bezeichnet. Hier, schönes Sofa, haben wir ja auf dem Markt gesehen, in SM, kostet gut 500 Euro in der größeren Variante. So, gehen wir mal hier rum. Gefällt mir sehr. Vor allem von diesem kleinen Kunstbonsai mit Koralle bin ich sehr begeistert. Eine schöne kleine Korbeinrichtung. Ja, haben wir doch auch zu Hause im Garten. Sehr schön. Wie gesagt, hier haben wir unseren Mitbewohner. Es gibt einen gemeinsamen Kühlschrank und Eisfach. Ah, ist ausgesteckt, wird zurzeit gar nicht benutzt. Aber bei Verwendung bitte anschließen, sogar mit Schlüssel zu verwenden. Das hier, das ist unser Wi-Fi. Sieht richtig geil aus. Warum wir uns hier für dieses Kondo entschieden haben, auch wenn es 20 Euro die Nacht kostet. Wir haben hier eine gemeinschaftliche kleine Küchenzeile zur Verfügung. Sprich, meine liebe Frau kann dann jederzeit kochen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Da kann man dann wiederum etwas sparen, wenn wir die Utensilien unten auf dem Markt frisch kaufen. Ja, so wie zu Hause auch. Wasser wird hier, Frischwasser zu trinken und so, wird in Gallonen gekauft. Ich weiß gar nicht, hat das hier Wasserzugang? Wo auch? Wir wollen hier nichts verschwenden. Wir haben hier noch einen Raum zur Verfügung, das ist das gemeinschaftliche Bad. Mit WC. Schön sauber. Wirklich super sauber. Es gibt auch keine Nasszelle. Da ist praktisch das gesamte Bad die Dusche. Ich finde das hochinteressant. Auch keine Hürde zum Raussteigen. Kann man auch nicht auf die Fresse fliegen. Alles läuft ab. Wirklich schön. Wirklich sehr schön. Ja? Nein, das macht wirklich Freude. Muss man nachher gleich mal einweihen. Dann müssen wir gleich mal zeigen, wer hier den größeren Haufen setzt. Ja, ich freue mich schon auf das Abendessen. Das bin ich mal gespannt. Ja, eine schöne Dekolampe. Ja, und hier geht es dann geradeaus weiter zum Ausgang, beziehungsweise rechts in unser Zimmer. Was wäre hier zu erzählen? Klo ist extern. Waschmöglichkeiten sind extern. Klimaanlage ist nicht vorhanden. Ihr bekommt auf Anfrage einen Ventilator, den ihr wahrscheinlich nicht benötigen werdet, weil eben es in der Nacht doch saukalt werden kann. Naja, rote Gardinen ist Geschmackssache. Wie euch vielleicht auch aufgefallen ist, gibt es hier in den Räumlichkeiten keinen Fernseher. Also mir persönlich macht das nichts, ja, aber für jeden, den das stört und der TV bräuchte, sollte vielleicht sich einen organisieren bzw. doch woanders buchen. Das hier, was wir jetzt hier sehen, sind ganz knapp 12 Quadratmeter. Ja, sehr gemütlich. Wir schauen mal, was der Ausblick ausmacht hier. Ich sage jetzt einfach mal schön, typisch Bargeo. Ich merke aber gerade, ich fasse die Wände an. Hört ihr das? Das ist so typisch amerikanische Bauweise. Mit so Kunststoff-Zwischenwänden.
Also, ich sehe auch hier kein Doppelglas. Beziehungsweise halt auch die dünne Wände ohne Isolierung. Dann braucht man sich nicht wundern, dass es in der Nacht doch etwas frostig werden könnte. Hier ein tragender Pfeiler. Also, wer die Bettlagen einsaut, zahlt 350 Pesos. So, jetzt aber noch etwas Kleines kurz am Rande, wenn wir schon beim Bett sind. Irgendwann will man ja auch mal ruhen. Und ich erinnere mich an ein Bett, das hatte lauter Stahlstreben. Eigentlich bestand das ganze Bett nur aus Stahl. Sprich, in der Nacht hat es mir jede einzelne Stahlsträhme in den Rücken reingerammt. Ja, und wie ist es hier jetzt? Also die Matratze finde ich sehr dünn. Ja, also da ist ja das Brötchen eines Fastfood-Restaurants dicker. Hier haben wir wahrscheinlich für Schwergewichte nochmal Spanplatten, die auch nochmal fest genietet sind, sage ich jetzt mal. Geschraubt ist anders. Nochmal ein Pappedeckel für den weicheren Komfort. Und eben, wir schauen mal von unten. Was hat der Vorgänger hinterlassen? Ja, eben Holzsträhnen diesmal. Also, wer auf so eine 7-Zonen-Britsche hofft, wird doch vielleicht etwas enttäuscht sein. Jetzt soll ich euch eigentlich so gut wie alles gezeigt haben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir werden jetzt auch raus in den Regen gehen, etwas frische Luft tanken. Und vielleicht sehen wir uns bei Interesse später wieder, wenn es heißt Salü aus Manila.